Willkommen Leute, Rainbow Six Siege, heute mit den, ja, mit den Rekruten würde ich ja sagen. Manus, Kundran, Kapuze und Darosch. Yes. Hallo. Hallo. Moin, moin. Denkt dran, sobald Manus dabei ist, gibt's für jeden Daumen nach oben eine abgebrannte Leiche. Eine abgebrannte Hostage, entschuldigt bitte. Wir spielen übrigens auch wieder Manus Lieblingsmodus, ist wieder Hostage-Modus. Ja? Oh nein. Also, und er spielt auch noch Fuse, ja? Gebt also jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Das ist, glaube ich, gar nicht gut. Oh, scheiße. Also ist er ein Anti-Mate in diesem Spiel. Ja. Die Ausrüstung ändern könnte ich... Ach, das schaffe ich nicht mehr. Du kannst ja den so, Alter, Hostage killen. Aber Manus macht die Räume rundherum halt. Manus macht die Geisel. Erste, der stirbt, ist einfach die Hostage. Wie immer. Ihr könnt Manus mich ja vielleicht das Beste, wenn ihr mich einfacher schießt, jetzt zu beginnen. Das ist eine gute Idee. Die Überlegung war schon da. In der WhatsApp-Gruppe sind wir gerade am Abstimmen. Oh. Ihr könnt das auch öffentlich machen. Ich gibt hätte hier ja nicht zwei was Gebäude dagegen auf der Map? Aber sonst wärst du dich vielleicht und einer der wichtigen stirbt. Oh, irgendwie ganz oben. Da ist ein Jammer. Das Alter, der ganz oben. Kundred, ich bin vorangelaufen, Kundred. Ja. Wo sind denn die? Also Keller ist nix, oder? Irgendwo ganz oben. Ganz oben, ganz, ganz oben, ja. Ja, da ist jedenfalls ein Dämmer. Wo auch immer Dadosch da hinfährt. Oh Gott. Kann ich hier nicht rumfahren? Gott. Doch, da geht's auch wieder rein, aber... Ja. Gut, ihr könnt, glaube ich, nichts machen. Ich bin gleich drin im Gebäude. Oh, hier, Manus hat schon mal einen gespottet. Ich schau dir gerade zu. Oh, die haben Rekruten. Du bist richtig gut. Dadosch, du warst, glaube ich, sehr richtig. Ja, ich bin immer sehr richtig. Also, es gibt auch halb richtig und falsch richtig, aber du warst richtig, richtig. Sehr. Sehr richtig. Ist hier im Tower. Mit den Zollen, die haben... Nee, musst du nicht. Ich sehe es von außen. Letztens, wie ich nach Deutschland gefahren bin, haben die mir am Zollen, also am Flughafen, mit Pfefferspray abgenommen. Ja, denke warum ich hast du bitte Pfeffer? Warum? Das ist so zum Selbstschutz. Das hat was mit der Größe und dem Gewicht. Nein, aber das ist. Ich meine, das ist eh klar. Die haben auch manchmal ein Schweizer Taschenmesser. Da drin ist wer! Ich hab ihn doch gekillt! Heb ihn auf. Ich hab dich erschossen mit Kapuze, aber ich heb dich direkt auf. Du hast mich auf erschossen! Nein, ich hab also angeschossen. Tut mir leid. Nein. Der Kapuze da könnt ihr die Wand aufmachen, oder? Ja, hier bringt ja nichts. Oder wo? Na, hier? Okay. Das ist doch dahinter, oder nicht? Wo ist hier links? Ist das die Hostage? Soll ich da mal rein? Nein, nichts. Kannst du eh nicht. Oh, da hinten ist ein Störer. Okay, dann haben wir gucken. Warte, der ist da unten irgendwo. Ja, da ist die Wand ist da verstärkt. Da war jemand, hab ich gerade gesehen. Ganz hinten auf der Tower-Außenseite. Ja, da genau, da hab ich auch einen gesehen. Scheiße, geht auch nicht. Aber das hab ich mir schon gedacht. Hier drin könntest du theoretisch noch versuchen. Da ist auch eine verstärkte Wand. Wo könnte ich mal die Dinger reinhauen? Pass auf, wie hinter mir. Hier nirgendwo, die sind alle verstärkt. Gut, dran, geht los. Oh, jetzt geht's los. Da hinten sind zwei, da wo ich gerade markiert habe. Oh Gott. Da haut er die Nate rein, wo die Hostage ist, ne? Und über mich aufregt. Okay, die relebt noch. Da hinten links. Ja. Hinten links, jetzt schießt er gerade auf mich, ihr müsst gleich nachladen. Da links. Hast du ihn? Oh. Hab beide. So, jetzt lass die Geisel leben, dann ist alles gut. Ja, die Geisel leben und er ist immer noch in dem Raum, unten links. Hab ihn. Ja, der hat auch wenig HP. Das war ein bisschen dumm. Oh, die kommt gut! Ich nehm die Hostage! Yo, war die geil! Oh, stopp! Down! Are you kidding me? What the fuck, er stirbt nicht! Leute. Okay, in Ruhe. Wo ist er? Im Hostage-Raum. 20% Leben, nicht mal 15. Warte mal, Dalu, ich sag's dir an. Da wo? Wenn du jetzt reingehst, links. Okay, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt schau links, Dalu. 15% links, Leben. Links. Und wenn du noch weiter links, hier Link um die C4. Da ist er. Hast du ihn gesehen, ne? Ja. Und hier liegt aber noch. Los, go. Da ist C4. Das ist von ihm hier. Ja, das kannst du abschießen. Ja, aber dann weißt du, dass ich. Da, er geht. Wir warten mal noch. Okay, er ist nach hinten gegangen. Bist du alleine? Ja. Also ich beobachte noch. Also ich guck noch deinen komischen Spielzeug, oder? Ja, man kann ja die Drohne noch, oder? Ja. Ja, du kannst nicht nur gucken, ne? Ja, man kann schauen. Sieht man ihn denn? Moment, wie steht meine Drohne? Warte, ich platziere die mal besser. Ich platziere die mal anders. So würde ich sagen, ist ganz gut. Ja, passt. Okay, wir sagen es dann. Du kannst ja mal einfach versuchen reinzuschießen und dann auf seine Bewegung warten, oder? Da kommt er, also er ist nach links am Fenster gegangen. Genau, am Fenster, ja. Vielleicht könntest du sogar von außen. Hat sich hingelegt. Er ist also für mich sichtbar, wenn ich reinkomme?
Nein. Das können wir nicht sehen mit der Drohne. Knapp werden, der liegt da jetzt links. Hier? Ja. Nee, weiter rechts. Hinter dem Schrank so gesehen jetzt da. Da. Da liegt der. LOL. Okay, okay. Er guckt die Drohne an. Nein, nein. Oh. Da, jetzt. Drohne ist weg. 15 Sekunden. Komm, holen dir. Ja, 15 rechts. Sekunden. Ja. 10 Sekunden left. Securing package. Move, quickly. Cyberwolf. Mit. Yes. Nice. Gut gemacht. Nice. Das mit der Hostage schon nice. Ich musste die Hostage aufheben wegen der Zeit. Wenn die Zeit aufheben? Mit F. F. F, okay, gut. Dann sobald du dran stehst, zu unserem Spawn zurück. Okay. Also haben wir jetzt gewonnen, weil du ihn erschossen hast. Ja, ja. Ja, ja, wenn die, aber selbst wenn jetzt die Zeit abgelaufen wäre, hätte ich noch weiterspielen können. Solange einer die Hostage in der Hand okay. hat, sozusagen, geht's weiter. Denk dran, keinen Jäger nehmen. Das Problem am Bandit ist halt das was jetzt eben auch gerade war. Das, ich kann nur drei Wände elektrisieren, Dings, und bei der vierten macht das dann halt einfach. Also ja, aber es ist. Ja, jetzt ja trotzdem kannst du eingrenzen, wo die herkommen. So, ich lege euch mal vorbereiten. Ich stell mich auf die Treppe. Was ich halt bei Rainbow Six jetzt gerade halt auch wieder so geil fand, ist, es war 1-1, aber trotzdem hat die Runde noch so 2 Minuten gedauert. So dieses auf Zeit spielen. Er ist ja auch nervös geworden. Am Ende hätte er sich nicht bewegen sollen. Er ist ja irgendwann weggerannt. Der ist einfach weitermachen können. Das macht schon ziemlich Spaß. Drei. Nimm die Westen, ne? Ja. Down to 10 seconds. 5 seconds. 4. 5. Gut, passt super. So, ich verstärke die Wände eben noch. Er hat noch eine Wandverstärkung für hier. Ja, ich. Wo bin ich? Komm her. Wieso? Ah, da. Da, die rechte Seite quasi. Aber ja. Wirklich, muss man das wirklich hier? Ich würde doch eher hier machen. Ja, der macht doch dort. Und hier die zwei, können wir die noch verstärken? Da, wo Dadosh liegt? Ich kann es von der Seite aus machen, ja. Irgendwas ist schon aufgesprengt. Und wo kommen die? Welche Richtung? Dach ist auf jeden Fall einer. Dach sind zwei. Ich habe beide Wände jetzt verstärkt. Von außen. Ja, nice. Sind glaube ich sogar drei auf dem Dach. Da oben sind die anderen. Runtergesprungen. Die sind direkt neben uns, da wo ich die Fenster verstärkt habe. Okay, bei Fenstern, ja. Okay, Kamera kaputt. Okay, hier müssen wir aufpassen. Hier ist glaube ich ein Fenster oder eine Tür, die nicht besonders. Ich hab noch nichts geschockt, die Mama hier. Okay. Fenster wird aufgemacht, auf. Vorsicht. Sie schweißen auf. Was? Ehrlich? Nice. Ja, was? Fuse. GG. Der Klassiker. Lol. Hostage ist super. Kein Jäger nehmen dafür. Ja, bei Hostage nie Jäger nehmen. Dann wäre das nicht passiert. Das war nett. Ja, oh, ja, ziemlich friendly, der Dude. Hat den Manus gemacht. Ja. Ja, die Videos werden geschaut und die Leute wollen lernen. Das ist wirklich so. Nimm mal Satchel. Oh, was kann der denn? EMP-Granaten. Gegen elektrische Sachen. Einfach reinwerfen, geht alles aus. Geht sogar zum Beispiel das Rotpunkt-Visier weg. Echt? Das wusste ich gar nicht. Also wenn einer ein Visier drauf hat oder so, dann verschwindet das. Ich höre hier schon was. Das wurde der Teamkiller geteamt. Nice. Also der. Nee, alle was? Mad. Alle mad. Alle mad. Alle mad. Oh Gott. Alle weißt mad. Du, einmal die Geisel da jetzt? Ich hab die Geisel. Ja, Manu, sei froh, dass wir so nette Mitspieler sind und das nicht mit dir machen. Sobald du sowas mal wieder pullst. Ja, aber ey, wir haben so oft auch gewonnen, auch wenn ich den Manus gemacht habe. Naja. 10 Sekunden. Das muss ja nicht sein. Toll. Ja, die shit gut von dir, Kondran. Ich hoffe einfach, dass die Strafe dafür mehr ist. Aber das Problem ist, du kannst einen Teamkill nicht bestrafen.
In, außer halt vielleicht in diesen ersten Phasen, so in der Vorbereitungsphase, da ja, aber ein Teamkill in der Endphase, also jetzt im normalen Gameplay, kann auch taktisch sein oder halt so zwei Leute stehen auf dem Haufen, zündest du das M4 oder zündest du das C4 aber nicht. Aber es kann so eine Art Report geben, wie das in CS halt auch der Fall ist. Ja, reporten wäre halt mega gut. Ich mach auf. Jo. So. Ich mach auf. Zu langsam Kapuze. So. Alter, ich kann wieder runter nicht. Da ist nichts dran. Ich guck mal meine Drohne gerade an. Guck mal rein. Ich mach auf. Ich mach alles weg hier. Hinter dem linke Seite von euch. Hinter. Direkt links steht einer. Nicht auf die Geise, Manus. Nee, nee, nee. Jo, links hat der. Da ist auch noch einer. Achtung, Stacheldraht am Boden, Manus. Da, ja. Da, ich decke gerade hier die. Also Tripwire. Habt ihr den markierten gesehen? Der steht da immer noch. Hab einen. Hab den anderen. Ja. Ich hab den nicht. Nee, hast du nicht. Hier, letzter. Erstmal Manus in den Arsch gerettet und dann. Ich nehme ich mich heim. Manus in den Arsch gerettet. Wer ist da in den Laser gerannt? Ach, Quatsch. Ich hab mich davor rumgerenzelt. Hat gebaitet. So, das war. Das war aber, fand ich ein sehr. Obwohl der Part sehr kurz war und 3-0 natürlich nicht schön ist wegen Teamkills, war es aber ein Part, der relativ viel gezeigt hat. Am Anfang die taktische Runde, dann den Manus. Ist immer wieder schön. Manus, auch, damit man auch als Spieler merkt, dass man sowas nicht machen sollte. Ja. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen vorbeischaut. Die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.